Und einen wunderschönen guten Morgen und damit auch recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Binding of Isaac Afterbirth. Und zwar ist heute die zweite Folge, wer die erste noch nicht gesehen hat, erster Link unten in der Beschreibung, wie immer, ne? Ich glaube, ich lasse die Folge heute nochmal ungecuttet, kommt einfach ein bisschen länger. Wir machen es einfach so und deswegen spielen wir einfach mal. Ich habe in der Zwischenzeit noch nicht gespielt, das ist jetzt genau nach der letzten Folge und wir fangen einfach an. New Run. Und zwar haben wir mittlerweile einen neuen Charakter freigeschaltet, Lazarus. Wir können uns ja mal angucken, was wir für die anderen machen müssen. Unlock by beating Creed Mode with Azazel. Okay, was haben wir hier noch? Azazel unlock by making 3 deals with the devil in one game. 2 levels without taking damage. Picking up too hard. Bla 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 bla. Okay. Was wir machen werden, ist im Prinzip, wir nehmen nochmal unseren schönen Isaac und versuchen nochmal einen Run. Mal gucken, ob es das wird. So. Ich habe keinen Sound. Moment, lasst mich das kurz fixen. Da sind wir wieder mit ein bisschen Sound. Es tut mir leid, ich hatte ihn gerade eben noch ausgestellt, weil ich was nachgucken wollte. Und da hat mich Isaac ein bisschen genervt. Aber wir schauen mal, was wir diese Runde so finden. Oh, wir haben da oben ein cooles Set. Das nehme ich mir nachher mit. Das zeige ich euch. Warum sind die angebrannt? Gefällt mir nicht, dass sie angebrannt sind. Okay. Kranker Scheiß. Okay. Zeige ich euch nachher, was das Herz macht. Aber wir schauen erstmal weiter. Okay, Gegner, die wir blätten können. Easy. Komm, du tot. Und dann haben wir da noch einen Stein, den wir sprengen können. Mal gucken, ob wir das machen. Muss ich schauen. Ich glaube, wir machen es einfach. Klack, hier hin. Vielleicht kriegen wir ja was Cooles. Ein Seelenherz. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung, meine Freunde. Okay, hier nicht ins Feuer laufen, weil Feuer macht Schaden. Jetzt brauchen wir allerdings noch eine Bombe, um uns da oben hinzusprengen. Aber ich hoffe, wir kriegen es einfach hin. So, hier haben wir irgendwelche komischen Viecher, die rumfahren und mir Schaden machen. Nichts Besonderes. Haben wir eine XLA-Ebene? Ne, haben wir nicht. Okay, gut. Hier noch eine Münze mitgenommen und die Notches Pickaxe. Anspielung an Minecraft, wer es nicht verstanden hat, aber sollte eigentlich klar sein. Was wir mit der machen können, ist relativ offensichtlich. Zeige ich euch zumindest gleich. Weil, was macht man in Minecraft? Man baut Zeug ab und tada! Wir können das Zeug abbauen und haben uns das Herz mitgenommen und bla bla bla. Die Töpfe kann man auch kaputt machen, da können Spinnen oder Geld rauskommen. In dem Fall ist gar nichts rausgekommen. Wir machen die Kiste einfach mal auf. Wir haben eine Karte rausbekommen, die ich nicht aufsammeln kann, weil ich noch gerade das Spaceball-Item benutzt habe. Und wir haben das Sun bekommen. Das macht im Prinzip allen Gegnern im Raum Schaden und öffnet die Karte. Genau. Also zeigt die volle Karte oben rechts, ohne dass man erst alles ablaufen muss. Wieder ein Miniboss, den wir besiegen können. Leider sind wir noch nicht so stark wie in der letzten Folge. Na gut, wir sind noch erst in der ersten Ebene und haben eine blöde Spitzhacke gefunden. Naja, wer sagt's denn? Oho, nicht deinen Laser auf mich machen. Und nicht deine blöden Kugeln auf mich machen. Okay, er ist tot. Gut, haben wir das auch geklärt. Kein Herz, das wir mitsammeln können, weil wir noch keinen Schaden bekommen haben. Naja, was soll's. Hier eine Doppelfliege. Wenn man sie zerschießt, kommen zwei einzelne Fliegen raus. Was ein Wunder. Ja, gut. Gut, wir zerweinen mal die Kacke hier. Kann ja auch Zeug rauskommen. Was haben wir hier? LOL. Das ist der Scheißhaufen, den kenne ich schon, aber der ist anders. Der ist fieser und der ist schwerer. Der macht irgendwelche Kackspuren hinter sich, auf die man, wette ich, nicht drauflaufen darf, weil man ansonsten Schaden bekommt. Okay, dafür hat er nur so zwei... Hilfe. Nee. Nee. Nee, mein Freund. Nee. Der Boss ist ein bisschen unfair. Kann die Scheiße hier mal weggehen? Gerade rechtzeitig. Gerade rechtzeitig. Oh Gott, ist das ein Scheißboss. Heilige Mutter Maria Gottes, den hasse ich jetzt schon. Warum ist er vergiftet? Ja, genau, sag bloß, er hat noch eine zweite Phase. Oh, ich bin reingelaufen. Jetzt habe ich das komische Eternal Heart verloren. Ey, leck mich am Arsch. Leck mich doch am Arsch. Was ist denn das für ein Scheißboss? Ich kann ihm ja nicht mal Schaden machen, weil er so auf mich rumraged. Okay, jetzt, das war in Ordnung. Jetzt beschwört er seine kleinen Kackhäufchen, ist auch noch in Ordnung. Jetzt raged er wieder rum. Ist in Ordnung. Ausweich, ausweich, ausweich. Ja, schieß auf mich. Ja, alter Vater. Leck mich am Arsch, ist das ein ekelhafter Boss. Kann ich hier oben durchlaufen? Oh, Gott sei Dank. Immerhin kann ich das. Warte, kann ich generell über die Schleimspur laufen? Ich kann über die Schleimspur laufen. Ich dachte, ich musste ausweichen. Na, dann geht's ja. Wie mir dieser Boss aber trotzdem auf die Eier geht, ne? Ich dachte, ich darf nicht auf die Schleimspur. Okay, kann er bitte sterben? Dankeschön, danke. Oh, wir haben natürlich das Eternal Heart verloren. Ich Idiot, ich Hirnloser. Und wir haben die Box bekommen. Ey, das ist schon wieder ein Scheiß-Run.
Was haben wir denn hier? The Fork. Das ist ein ganz cooles Trinket. Was haben wir hier bekommen? Speed Up ist in Ordnung. Was haben wir hier? Tour of Clubs. Verdoppelt die Bomben ist in Ordnung. The Sun. Okay. Ich hasse das. Ich hasse das Spiel. Wir haben kein vernünftiges Item bekommen. Und wir haben einen extrem scheiß Boss bekommen. Und wir haben unsere Herzen verloren und eigentlich alles. Mal gucken, was wir hier haben. Okay, das ist in Ordnung. Das gibt uns ein bisschen Damage ab, gibt uns rote Tränen und gibt uns ein Leben dazu. Das ist noch in Ordnung. Bis jetzt noch nichts Neues, außer der umdesignte Boss, der vorher irgendwie ein bisschen einfacher war. Hier nichts Neues. Was haben wir hier? Okay, die kriege ich auch noch tot, die Fliegen. Das sollte ich noch schaffen. So, bam, tot. Ist in Ordnung und ich bekomme ziemlich viele Batteries gedroppt, so wie es aussieht. Hier muss man einfach nur weglaufen, das ist noch machbar. Noch gar nicht so viel neues Zeug gesehen, ne? In der ersten Folge war mehr neues Zeug. Merkwürdig. Vielleicht ist das so vorprogrammiert, dass der erste Run so richtig viel neues Zeug hat und danach legt sich das dann so langsam. Wer weiß. Hier in der Ebene dürfen wir aber auf jeden Fall kein rotes Herz Schaden bekommen, weil ansonsten stehen unsere Chancen auf einen Devil Deal, den wir unbedingt haben möchten, ziemlich gering. Können die bitte sterben? So, was haben wir denn hier? Range Up. Auch noch in Ordnung. Die Pillen stehen mittlerweile ganz gut mit uns. So, hier die sind weg. Wenn man den Kackhaufen zerschießt, kommt da eine Fliege raus, die man aber auch relativ einfach töten kann. So, die natürlich auch. Wenn man näher an sie reingeht, schießen sie auf uns. Goldraum habe ich. Ab geht's zum Boss. Den kenne ich nicht. Was zum Fick machst du? Hier ist viel zu viel Scheiß los. Ja! Als ob! Ey, was ist das für ein Boss? Was ist das für eine Scheiße? Ehrlich nicht. Nee. Nee. Holy moly, das ist too much für mich. Das ist too much für mich. Der Boss hat nicht viel Leben, wie es aussieht. Aber er hat einige miese Attacken. Okay, die Kugeln kann man immerhin töten. Jetzt kommt er da raus. Ist in Ordnung. Jetzt kommt hier wieder so eine komische Kugel auf mich zugeflogen. Ist auch noch in Ordnung. Kann ich auch noch mitleben. Jetzt kommt er da raus. Spuckt wieder so eine Kugel. Wusste ich. Ich weiche da einfach aus. Nein. Oh. Ey, das sind so Angriffe. Den kannst du gar nicht ausweichen. Ja, genau. Jetzt zwei von den Kugeln. Was ist das für eine Folge? Ja, jetzt... Alter, leck mich am Arsch, Spiel. Ich bin nicht mehr dein Freund. Ich mochte dich vorher. Ich mochte dich ehrlich. Aber dieser Boss ist unfair in dieser Ebene. Ne, hier bist du noch viel zu schwach, um den hinzukriegen. Also ohne Damage ist das echt eine Sache. Ist er tot? Und wir haben eine Prinzessinnenkrone bekommen. Das ist schon wieder so ein richtiges Scheiß-Item. Das ist so mega unnötig. Es gibt uns nur Geld. Alter, das ist der verkackte Run. Ehrlich, nee. Soll ich die Ebene noch? Nee. Vor allem, Moment. Hier könnte eine Leiter drunter sein, mit der wir irgendwie nach unten kommen. Wir haben den Lockery Rock freigeschaltet. Immerhin. Gut. Auf geht's. Yay, nächste Ebene. Alter, wie ich... Die Bosse bis jetzt waren mega scheiße. Aber so richtig mega mäßig scheiße. Hier auch wieder nur fliegen. Okay, damit komme ich zurecht. Okay, die Made steckt so ein bisschen fester, möchte ich behaupten. Aber ganz ehrlich, ich bin viel zu schwach für das, was das Spiel mir gerade vorwirft. Das ist echt, es ist schwieriger geworden. Früher war das Spiel einfacher. Möchte ich behaupten. Ja, genau, lass dich zweimal treffen in einem Raum, Johannes. Du bist aber auch ein bisschen unkonzentriert. Ja gut, möchte ich sagen. Ja gut. Alter, was hier alles am Explodieren ist. Ich hoffe, ich bete, ich bekomme jetzt ein vernünftiges Item. Das wäre so viel wert. Ein gutes Item. Bitte, Spiel. Mehr verlange ich nicht. Das kann Jahre dauern, bis ich die getötet habe. Ohne Scheiß. Das dauert noch. 2016 eventuell haben wir das. Ah, okay. Die Viecher haben auch eine besondere Attacke. Hat mich schon gewundert. Beim letzten Mal hatte ich sie ja anscheinend zu schnell gekillt. Hier durch. Komm. Dieser Furz, den er da gerade gelassen hat, der macht nichts Schlimmes. Der stößt einen nur zurück. Der macht einem keinen Schaden. Wollte ich nur erwähnt haben. Okay, haben wir auch geschafft. Yay, unser tolles Item ist wieder bereit. Scheiß Minecraft. Ich habe nichts gesagt. Kann ich die bitte töten? Alter. Und dieser Champion-Gegner macht auch noch ein Herz Schaden. Spiel, ich hasse dich. Ich hasse dich so much.
Stirb! Ach, die Sonne heilt dann auch. Ich glaube, das muss ich bald mal einsetzen. Nächster Raum setze ich es ein. No way. Ups, das war das Falsche. Sterbt! Gut. Und ich bin geheilt. Shop könnte ich gehen, mache ich aber noch nicht. Da gibt es ziemlich viel Geld für ein bisschen Schaden. Kein Bock drauf. Okay, da links ist der Goldraum. Da gehe ich jetzt schleunigst hin. Was haben wir hier? Hierophant. Oh, ich liebe dich, Spiel. Ich liebe dich, Spiel. Nee, ist nicht dein Ernst. Das ist nicht possible. Okay, vielleicht ist es doch possible. Oh. Heiligsblechle, das Spiel ist ganz schön schwierig geworden. Proptosis wieder. Ich würde behaupten, Run gewonnen. Naja, vielleicht noch nicht gewonnen, aber das sieht schon wesentlich besser aus als zuvor. Das nehme ich gerne mit. Oh, gutes Item. Danke, Spiel, ich liebe dich. Ich liebe dich. Ehrlich, wahr. So schnell kann sich's ändern in dem Spiel. Ihr explodiert. Oh. Leck mich am Arsch. Devil Deal wird wahrscheinlich nichts die Folge und wir brauchen dringend gute Items. Irgendwas. Letztes Mal hatten wir ja immer noch so ein bisschen was. Jetzt haben wir ja so überhaupt nichts. Und ich muss diese Viecher... Ja! Sterbt! Ja, genau, noch ein Hit. Immer drauf damit. Juckt mich ja nicht. Juckt mich ja nicht, wenn ihr mich tötet. Alter Vater, gehen die mir auf die Eier. Alter Schwede, sind das viele. Ich hasse diese Maden. 3 Stück, Alter, vermehren die sich... Wie die Kanickel. Wie die Kanickel. Ohne Mistspiel. Eben wollte ich noch sagen, ich liebe dich, aber jetzt ist rum. Jetzt hast du es dir schon wieder so hart verschissen, mein Freund. Nee. Nicht feierlich. So. Jetzt mal gucken, was uns der Boss bietet. Puh! Okay, der Raum war eigentlich noch einfach. Okay. Wir haben den Shiny Rock bekommen. It shines for the brothers. Nämlich, wenn wir jetzt, das zeige ich euch gleich, wenn wir irgendwie... Das ist doch was, wir machen erstmal den Boss. Gertie Jr. Ach, das ist ja auch ein geiler Boss. Habe ich auch schon vermisst. Ah, schön, dass es dich noch gibt. Ich dachte, ich hätte sie rausgenommen. Wäre ganz glücklich drum gewesen. Ihr seht schon warum, weil er auch so rumslidet und fiese Attacken macht. Allein geht ja. Einer allein geht noch. Aber dann gibt es teilweise Räume, keine Bossräume, normale Räume, wo 2 von den Dingern drin sind. Und dann ist es halt extrem schwer auszuweichen. So, sterb. Dankeschön. Kein Devil Deal natürlich, was denn auch sonst? So, das nehmen wir mal mit. Die Safety Pin nehmen wir mit, okay. So, ich guck mal gerade nach einem Raum mit vielen Felsen. Vielleicht hier rechts der dann gleich. Der könnte. Nee, natürlich nicht. Was haben wir denn noch für Optionen? Ah, okay, da oben ist der Geheimraum irgendwo. Müsste hier sein. Dann seht ihr auch mal einen Geheimraum. Und da ist eine Kiste drin mit... einer Bombe und einer Münze, also hat uns das Ganze eine Münze gebracht. Herzlichen Glückwunsch, Spiel. Echt? Super. Egal, wir gehen in die nächste Ebene. Das Spiel macht mich gerade so ein bisschen mental fertig, doch, muss ich ganz ehrlich so sagen. Score. Steht ein Score dabei. Oh shit, das geht mit der Zeit runter. Oh, das sagt bestimmt auch irgendwas aus später. Ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass da jetzt so ein Score steht. Interessant. Puh, ich bin ein bisschen durchgeschwitzt. Das Spiel macht mich im Moment echt fertig. Ja, genau. Komm, fieser Gegner. Stirb. Ernsthaft. Stirb. Heiligsblechle. Nichts Besonderes. Das Ding holen wir uns. Das ist mir eine Bombe wert. Weil ein Herz mehr, das kann uns den Arsch retten. Wirklich, wahr. Also, ohne Mist. Du stirbst mal bitte. Ach, natürlich. Wieder die goldenen Karotten. Was denn auch sonst? Sollen das eigentlich Fliegen sein oder was? Was soll das sein? Spiel, erklär mir das mal. Natürlich spawnst du 2 auf einmal. Warum auch nicht? Ein Set ja gereicht. So, jetzt war brav. Puh, ich bin ein bisschen außer Atem, ganz ehrlich. Nein, ich habe keinen Schlüssel mehr. Lag da unten ein Schlüssel? Aha. Schlüssel, ich komme. Weil Goldraum ist unblabla wichtig. Ihr wisst, was ich meine. Rotten Baby, das ist gut, das nehme ich gerne hin. Das macht Spaß. Wisst ihr was, ich mache das kurz mal hier. Blub, blub. Hä, Shiny Rock macht doch eigentlich, dass man aus jedem Stein, den man zerstört, Geld rausbekommt. Na, egal. Macht's anscheinend nicht mehr, okay. Wurde geändert. Interessant.
Und die Bossbar ist jetzt gelb, wenn irgendwas Besonderes mit dem Boss passiert. Auch gut zu wissen. Schauen wir mal hier rein. The Stain. Dich kenne ich noch nicht. Du bist fies. Ich hasse dich. Okay. Was ist das für eine Scheiße? Hör auf! Hör auf! Echt wahr? Spiel, das kann kein Schwein ausweichen. Das ist viel zu schnell. Das war früher mal langsamer bei dir. Ehrlich wahr? Aber er ist gleich tot. Immerhin etwas. Dankeschön. Das kann auch kein Mensch ausweichen. Egal, wir nehmen das Lebensupgrade und gehen weiter. Kein Bock mehr. Ehrlich nicht. Wer zum Fick kann sowas ausweichen? Ohne Mist. Naja. Was sagt mein Score jetzt? Oh, er ist wieder hochgegangen. Okay, interessant. Egal, wir gehen mal weiter. Mal gucken, was uns hier so... Ja, natürlich kriege ich erstmal Schaden. Kann es sein, dass das Spiel früher mal langsamer war? Heilige Mutter Maria Gottes. Was ist an euch so besonders? Ihr seid schwarz. Ihr macht auch bestimmt irgendwas Besonderes. Ach so, ihr spawnt Spinnen. Wäre ja noch nicht schwierig genug gewesen vorher. Natürlich. Sieht ein bisschen aus wie ein Vampir, ne? So, komm. Stirbt. Sterbt, meine ich. Okay, haben wir geschafft. Irgendwo habe ich hier einen Schlüssel droppen gehört. Aha, ein Golden Key. Noch besser. Wir gehen mal weiter nach hier oben. Okay, Muttis Handy. Hände? Nicht Muttis Handy. Die kommen jetzt von oben runter und die muss man abschließen, weil ansonsten nehmen die einen und packen einen zum Ausgang. Okay, Fledermäuse. Die habe ich schon mal auf dem Review gesehen. Was die jetzt Besonderes machen, weiß ich auch nicht. Fishhead, der spawnt auch eine Fliege, wenn ich sterbe. Wenn ich Schaden bekomme, ist in Ordnung. Shop gibt's nichts Besonderes. Ich könnte mir den Goodiebag kaufen. Was bringt der nochmal? Ich glaube, ich drop Sachen, wenn ich Schaden bekomme. Ja, genau, das war's. Warte. Ich kann das ganz einfach machen. Brauche ich mich um nichts kümmern. Mein Baby macht das. Das ist echt praktisch. Das nehme ich gerne hin. Okay, Alter, was es jetzt gibt, ne? Kranker Scheiß. Okay. Wurm ist noch in Ordnung. Können wir noch töten? Kriegen wir alles noch hin? Aber wenn wir hiermit weit kommen sollen, dann sehe ich echt ein bisschen schwarz, meine Freunde. Ganz ehrlich. Goldraum haben wir auch noch nicht. Ich befürchte, ja, hier ist der Boss. Ist in Ordnung, habe ich verstanden. Nehmen uns mal die Bombe mit. Ich hätte gern noch den Goldraum vorher, bevor ich hier irgendwas mit Boss mache. Nein, ich möchte gern dich haben. Weil wenn ich Schaden kriege, ist das immer noch ganz praktisch. Wisst ihr was, wir gehen mal nach links. Ich habe so ein Gefühl, er wird links sein. Sagt mir meine linke Hand einfach so. Haha, das habe ich gesagt. Wusste ich. Gut, die sterben jetzt bitte so. Wo bist du gespawnt, Baby? Dankeschön. Okay, du bist tot. Hier gibt es eine Karte, The Empress. Okay, das macht uns stärker, ist in Ordnung. Oh, Baby! Der Run ist gut. Der Run ist in Ordnung. Das nehmen wir schnell mit. Das ist nämlich Mutant Spider und ihr seht schon, was es macht. Wir haben Quatschuss, bla bla. Wir schießen zwar definitiv langsamer, aber das macht so ein fucking viel mehr Schaden. Das ist unglaublich. Deswegen, oh, der Run, der hat sich gedreht. Der war am Anfang ziemlich scheiße, aber mittlerweile gefällt er mir ganz gut. Vor allen Dingen, man kann Kacke ziemlich schnell zerweinen mittlerweile mit dem Quatschuss. Meine Aussprache ist heute irgendwie ein bisschen komisch. Ich hoffe, euch stört's nicht. Weiß auch nicht, woran das liegt. So, wir gucken mal weiter. Boss. Monstro 2. Dich kennen wir schon. Das sollte noch im Bereich des Machbaren liegen. Du hüpfst. Machst deine komische Scheiße. Jetzt spawnst du fliegen. Ist in Ordnung. Kann ich mit leben. So, komm, mach mal deinen Laserangriff. Hohoho. Da war ich aber gerade knapp dran, dass mich da nichts erwischt hat. Dass die Fliegen auch random teilweise einfach zerbrechen und ihren Scheiß loslassen. Oh, ganz schön knappe Geschichte hier. Okay, haben wir auch geschafft. Komm, sterb. Ah, warum habe ich mich davon treffen lassen? Das war so minimal blöd. Sterb. Oh. Dankeschön. Und wir haben das Pentagramm bekommen, ein Damage ab. Ich liebe das Spiel. Oh, das ist schon besser. Und wir haben den Devil Deal bekommen mit Guppy's Paw. Ich glaube, Guppy's Paw werden wir mitnehmen. Und welche Ebene sind wir denn? Wir sind Rank Death 2. Wir nehmen beides mit. Auf geht's. Weil mit Guppy's Paw können wir was ganz Praktisches machen. Nämlich bam, bam, bam. Nur noch Seelenherzen. Kein Herzcontainer mehr. Heute nur Seelenherzen.
Okay, wir schauen mal weiter. Wir schauen mal weiter, was sich so ergibt. Wenn wir jetzt in 2 Minuten den Boss klatschen, kriegen wir auch noch die Möglichkeit, etwas Besonderes zu machen. Aber ich glaube, in 2 Minuten schaffen wir das nicht. Die Viecher muss man einfach schnell genug töten. Sonst stirbt man den. Das ist ein bisschen unpraktisch. Oh! Ach, scheiße, ich habe ganz vergessen, dass der das macht. Mitten reingelaufen, okay. Wieder was freigeschaltet. Wir haben die Left Hand bekommen, die wir aber nicht mitnehmen, weil wir die nicht brauchen. Hierophant. Alter, Spiel. So langsam wirst du gütig zu mir. So langsam wirst du echt gütig zu mir. So langsam bin ich nicht mehr böse mit dir. Hast geschafft. Hast mir genügend guten Stuff gegeben. Schnell weg. Komm, fliege, 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 fliege. Dankeschön. Perfekt. Wir schauen mal weiter, was sich hier so ergibt. Okay, soweit in Ordnung. Gut. Das haben wir auch geschafft. Bombe nehme ich gerne mit. Hier wäre dann schon der Boss. Allerdings kommen wir aus dem Bossraum nicht mehr raus zu unserem Goldraum. Wisst ihr was? Wollen wir es probieren? Komm, wir probieren es. Ich fühle mich dazu in der Lage, wieder mal unsere Mutti zu besiegen. Auch wenn wir diesmal definitiv weniger Schaden machen als vorher. Was nicht ganz so geil ist. Aber wir machen trotzdem noch gut Schaden. Also von daher sollte das kein Problem sein. Immer auf die Augen. Da macht man am meisten Schaden. Und halt auf dem Fuß natürlich. Wenn er denn runterkommen sollte. Apropos. Wenn man vom Teufel spricht. Oder wenn man von der Mutti spricht. Hahaha. Okay, ich bin ein bisschen angestrengt. Entschuldigung, dass ich blöd kommentiere. Kann ich nicht ändern. Du. Komm, du bist gleich tot. Mutti, du hast nicht mehr lange. Okay, du bist tot. Wie viel Zeit haben wir noch? Okay, wir nehmen einfach mal das hier mit. Hier viel cozy. Okay, interessant. Das Ding nehmen wir nicht mit. Das brauchen wir nämlich nicht. Und dann gucken wir hier rein. Das ist nämlich der Boss Rush. Da können wir uns jetzt ein Item aussuchen und das dann mitnehmen. Dafür müssen wir uns aber durch sämtliche Bosse des allerersten Isaac kämpfen. Und darauf habe ich eigentlich, ehrlich zu sein, nicht so viel Bock. Deswegen gehen wir einfach mal weiter. You feel cozy. Was auch immer mir das gebracht hat. Ich habe keine Ahnung. Ja, ist egal. Wir gehen mal ins Warm. Das sind nämlich jetzt die neuen 2 Ebenen, die wir freigeschaltet haben. Und wir schauen uns das gleich mal an, was es hier so gibt. Das Warm sieht noch genauso aus wie vorher. Oder der Utero. Wie Utero. Gott, habe ich mich davor erschreckt. Aber unser Schaden sieht gar nicht so schlecht aus. Dafür, dass der Run so richtig scheiße angefangen hat. Bitte sterbt. Und im Womp macht jetzt alles einen Schaden, ein Herz. Das ist ein bisschen blöd, aber ich kann es nicht ändern. Und es gibt keine Goldräume mehr. Sollte man dazu sagen. Das war es ja mal echt wert. Das war es echt wert. Ein Schlüssel und eine fucking Bombe für sowas. Ehrlich, Spiel. Nicht fair. Wir schauen aber mal weiter und meine Stimme gibt langsam den Geist auf. Hui, was muss ich machen? Okay, ich muss da hinten rein. Okay, got you. Wer hat sich das ausgedacht? Okay, das hat mir ein bisschen Zeug gegeben. Ist in Ordnung, habe ich verstanden. Irgendwas wollte ich sagen. Deswegen werde ich danach nicht mehr aufnehmen. Vielleicht selber noch privat ein bisschen spielen. Mal schauen. Hier, das könnten wir machen. Allerdings habe ich keinen Bock auf Bosse, deswegen lassen wir es einfach mal. Was haben wir hier? Okay, ist in Ordnung. Dich, Viech, kenne ich. Du bist auch mittlerweile tot. Ist in Ordnung. Schauen wir mal weiter. Du solltest relativ schnell zu besiegen sein. Ein Schlüssel, perfekt. Dann können wir hier reingucken. Was gibt's hier? Karten, geil. Tour of Hearts, brauche ich nicht. Judgment, das ist praktisch. Da waste ich gleich mein Geld dran. Das nehme ich auch gleich mit. Empress, das war ja die alte. Oh, wir haben 2 Empress-Karten. Das ist praktisch. Ich schaue kurz mal was. Wir machen nämlich The Hanged Man. Dann können wir hier durchfliegen, ohne Schaden zu bekommen. Und wir haben einen Bettler hier drinne, dem man Herzen geben muss. Das werde ich nicht machen, meine Freunde. Deswegen werde ich ihn in die Luft sprengen. Der kann einem zwar sehr gutes Zeug geben, aber nein. Nicht im Utero, nicht gegen Seelenherzen. Tour of Hearts brauche ich auch nicht. Ich waste erstmal kurz mein Money hier an dem Typen. Der kann mir nämlich cooles Zeug geben. Hoffentlich gibt das mir. Schlüssel, ganz okay. Noch ein Schlüssel, auch ganz okay. Komm, ein Item. Ich weiß, du kannst es. Eine Karte, okay. The Hanged Man nochmal. Interessant. Noch ein Schlüssel und jetzt. Willst du mich verarschen? Okay, dann wirst du halt gesprengt. Fertig. Hast es dir nicht anders verdient. Und wir nehmen die Empress-Karte mit, weil die macht uns stärker und das ist praktisch. Interessante Viecher. Okay. Ja, mittlerweile alle so einen Spuckangriff. Gut, haben wir. Ist soweit in Ordnung. Weg.
Huh, seit wann gibt's hier jetzt auch ein Kreuz? Oh, shit, ist das fies. Ihr merkt schon, das Spiel wird echt schwerer, also es hat's langsam in sich. Und ich bin auch schon einer, der relativ viel gespielt hat, also ich habe schon 220 Stunden auf dem Spiel. Ansonsten sieht das hier ganz anders aus. Also ich, jetzt ohne Eigenlob, ich kann schon ein bisschen spielen, möchte ich einfach mal so sagen. Aber ihr seht trotzdem, wie schwer es mir fällt. Also es hat sich, hat schon in sich, das Spiel. Was haben wir hier? Temperance. Brauche ich auch nicht, wird auch wieder gesprengt. Ey, wir haben ein Seelenherz rausbekommen. Das ist ganz geil. Was haben wir hier drinne? Okay. Itchy and tasty. Neues Trinket, keine Ahnung, was das macht. Deswegen nehme ich erstmal meinen Fisch mit. Und wir schauen uns den Boss an und nehmen unsere Karte. Und ihr seht schon, wie groß meine Bälle jetzt sind. Hier, die Mama ist eigentlich ab und zu immer Instant Damage, weil was willst du machen? Du weißt halt nicht, wo die Stacheln rauskommen. Also von daher... Oder wo sie gerade spuckt. Ugh, leck mich am Arsch. Als ob mich das gerade noch getroffen hat. Drei Hits. Drei Hits. Willst du mich verarschen? Okay, Toothpicks, das ist cool. Tears up. Jetzt schieße ich schneller. Ganz cool. Was haben wir hier drin? Oh, die Cat. Das wäre natürlich auch ganz cool. Ich glaube, das würde sich sogar lohnen. Wisst ihr was? Dann mache ich das so. Dann nehme ich hier den... Oh, wir haben Azazel geunlockt. Contract from below mit. Und wir nehmen die Cat mit. Und jetzt können wir den da machen und jetzt haben wir wieder vier Herzen. Also von daher war es eigentlich ganz in Ordnung. So, jetzt nehmen wir uns da unten noch die Empress-Karte mit, weil die macht echt ganz gut Schaden. Und dann könnten wir eigentlich auch schon in die nächste Ebene gehen. Hey, es geht ja echt flott. Hier runter und Empress warst du. Ha, wusste ich. Das war echt nicht schlecht, der Devil Deal gerade. Vor allen Dingen, wir haben noch einen neuen Charakter freigeschaltet, der ziemlich cool ist. Deswegen, den zeige ich euch dann beim nächsten Mal. Und ich würde sagen, ab geht's in die nächste Ebene. So, mal schauen, was es hier so gibt. Was habt ihr denn? Okay, immer noch altes Design. Mal gucken. Alte Gegner. Ziemlich nervige alte Gegner, muss ich dazu sagen. Soweit. Ganz okay. Nerviger Raum. Super nerviger Raum, muss ich dazu sagen. Wäre ganz geil, wenn ihr alle mal sterben könntet. Die Viecher, die hier rumfliegen, muss ich dazu sagen, kann man nicht töten. Die sterben erst, wenn hier alles im Raum tot ist. Andere, Lebende. Paniksituation gerade ein bisschen. Ganz dezent, okay. Das Vieh ist Omboss, das ist aber noch im humanen Bereich. Insofern es nicht mit einem Gesicht explodiert. Ihr seht schon, das teilt sich immer weiter auf. Bla, 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 tot. Gut, haben wir geschafft. Zwei Schlüssel, nehme ich gerne mit. Machen wir doch so. So, was haben wir denn hier unten? Die Kreuzmumus. Und sie sollen halt wirklich Mumus darstellen. Ich sag's nur nochmal dazu. Okay, ein Buch, was wir benutzen können. Das Energies Kochbuch, das benutze ich nicht, weil das ist ziemlich blöd, weil das spawnt random irgendwo Bomben im Raum, die dann explodieren. Und das kann zwar Gegnern gut Schaden machen, kann aber dir auch selber ganz gut Schaden machen. Deswegen benutze ich das nicht. Wir hatten dabei total den falschen Weg, muss ich gerade dazu sagen, was ein bisschen blöd war. Laseraugen, 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 sterben, 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 sterben. Gut, haben wir geschafft. Die sind fies. Okay, neue Gegner. Interessant. Haben wir aber alle geklatscht. So, das Vieh hat uns nicht gekriegt, Gott sei Dank. Gut. Ich fände es ganz geil, wenn wir noch ein paar Seelenherzen bekommen würden. So, zwecksmäßig. Boss steht an und so, ne? Ich sag euch noch nicht, was der Boss ist, weil das ist noch so ein bisschen Überraschung. Wir haben ja vorhin Mom getötet. Jetzt könnte ja vielleicht Dad kommen. Oh, wer hat sich das vielleicht ausgedacht? Sterb, dankeschön. Wir schauen mal weiter. Vielleicht hier oben? Nein, natürlich nicht. Hier die Viecher schießen fünf Kugeln, aber man kann sie auch angreifen, wenn sie nicht oben sind, was relativ praktisch ist. So, mal nach rechts gegangen. Dich zuerst getötet, soweit ganz gut. Dann den da getötet. Perfekt, mein Baby ist echt ganz praktisch. Okay, Mamis Hände wieder. Paar Handys, immer gut. Diesmal zwei Stück vielleicht sogar. Das Vieh auch getötet. Schlüssel, perfekt. Ab geht's. Boss. Okay. Ich muss mich konzentrieren. Das wird echt heftig. Okay. Karte eingesetzt. Komische Augen zerstört. Das Herz hat ein neues Design bekommen, habe ich gehört. Und das ist jetzt im Prinzip Muttis Herz. Das war so die ganze Überraschung an der Geschichte. Und sie ist schon halb down. Und wir haben noch kein einziges Herzverlust gemacht, was mich freut. Wir haben es perfekt geschafft. Hey, was wir alles geschafft haben. Okay. Mal gucken, was es hier so gibt.
Moment. Ich will mir das angucken. Ich gehe hier mal hin. Okay, krank. Wo kommen wir hier hin? Das ist neu, das kenne ich überhaupt nicht. You unlocked Eden. Okay, interessant. Habe ich mir schon beinahe gedacht. Lol. Wie viel Scheiß. Okay. Steven Damage Up. Das ist super selten. Das ist super selten. Und oh Gott, was hier alles gibt. Okay, krank. Kampfmusik hat begonnen. Ich weiß nicht warum, aber sie hat begonnen. Was ist hier drin? Okay, hier kann ich wählen, glaube ich. Ja, nehme ich Investation 2. Hier muss irgendwas super Schwieriges kommen, sonst wird man nicht so mit Items zugeschissen werden. TNT, ich weiß nicht, was es macht. Komm, wir nehmen es einfach mal. Ah, okay, das sprengt. Okay. Blöde Entscheidung, naja, egal. Bob's Rotten Head ist nicht so wirklich was Pralles. The Parasite haben wir freigeschaltet, okay. Hier, bam, kannst werfen. Okay, und... Oh! Okay, hier gibt es nochmal einen Shop, nehme ich an. Ja, okay. Hier kaufe ich mir nochmal ein Seelenherz. Eine Tarotkarte, Two of Diamonds, verdoppelt die Anzahl an Geld. Dann spende ich mal mein Restgeld. Und wir haben neue Sachen freigeschaltet, weil wir gespendet haben. Sehr schön. Gut, da oben hat sich gerade was geöffnet, habe ich gesehen. Und wir gehen einfach mal rein. The Hush. Was auch immer das ist. Es schießt. Und es schießt relativ gut. Habe ich feststellen müssen. Und es schießt relativ weit. Aber wir machen ganz gut Schaden. Es sieht ein bisschen aus wie ein anderer Endboss. Wer weiß, was ich meine. Ich meine das Blue Baby. Ich will ja noch nicht spoilern. Okay. Okay. Holy moly. Ich habe mir schon gedacht, war ein bisschen wenig Leben, was es da gab. Was der Boss da hatte. Okay. Was zum Fick ist das? Oh Gott, hat er viel Leben. Und ich lasse mich aber auch treffen. Ich bin gerade echt konzentriert. Das ist alles neu für mich und ich weiß nicht, was das ist. Okay, Verfolgungstränen ist in Ordnung. Hier laufe ich jetzt durch, da dann durch. Okay, was passiert jetzt? Ich weiß nicht, was passiert. Ich habe nur noch ein Herz. Okay, er bewegt sich, ist in Ordnung. Noch mehr Tränen. Ach du Schande. Leck mich am Arsch. Aber wir machen Schaden. Höh! Was zum Fick? Komische Fliegen. Oh, ich bin tot. Und ich habe ja noch die Dead Cat. Bedeutet, ich kann das jetzt noch 8 Mal versuchen. Ich glaube, hier wird gleich ein bisschen vorgespult werden. Tut mir leid, meine Freunde. Letzter Run. Auf geht's, Leute. Ich habe festgestellt, das Vieh ist ziemlich mies. Wir schauen uns mal an, was es jetzt drauf hat. Wir geben ihm mal ordentlich mit. Hier, bam, bam. Wir versuchen uns möglichst halt beim ersten Teil nicht treffen zu lassen. Das wäre relativ praktisch. Auch von den Verfolgungstränen, die relativ weit gehen. Da müssen wir jetzt langsam aufpassen. So, hier, komm. Drauf, 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 drauf. Huh. Verfolgungstränen ausgewichen. Gut. Jetzt kommt das Vieh. Gib ihm, gib ihm, gib ihm, gib ihm, gib ihm, gib ihm. Am Anfang ordentlich drauf. Jetzt kommt langsam wieder die Scheiße, die kein Schwein ausweichen kann.
Fuck! This shit! Hätte ich ein bisschen mehr Leben und ein bisschen mehr Schaden, wäre das ja noch alles im Bereich des Möglichen. Nee, jetzt habe ich viel zu viel Leben verloren. Okay, jetzt kommt wieder seine Fliegenphase. Soweit habe ich es ja bis jetzt erkannt. Jetzt kommen gleich die Fliegen, pass auf. Oh, heute keine Fliegen. Was ist da los bei dir? Aha, ich habe mich schon gewundert, wo meine Fliegen geblieben sind. Ich wollte mich schon beschweren. Extrem scheiß Situation, diese engen Ringe. Nacheinander fliegende Tränen, auch geil. Mehr oder weniger. Aber schaut euch an, wie wenig Schaden ich ihm mache. Okay, irgendwas ist passiert. Jetzt kommt die Phase wieder. Bin ich hier unten safe? Natürlich nicht. Was wäre das auch für ein Spiel? Ich glaube, ich habe einen Safe-Spot gefunden. Sieht ganz so aus. Okay, jetzt kommt die Phase wieder. Die kennen wir ja schon. Jetzt kommt nochmal die Scheiße. Oh, da unten ist irgendwas. Ich glaube, unten ist man echt safe. Okay. So weit war ich noch nie. Ehrlich nicht. Ja, ja, jetzt geht das... Keine Chance. Leute. Ich bin ein bisschen fertig. Es war ganz schön heftig. Ich würde sagen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich glaube, so schnell war noch nie ein YouTuber bei dem Ding. Ich weiß es zumindest nicht. Zumindest in der zweiten Folge ganz schön was geschafft. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt The Binding of Isaac. Ciao, haut rein.